YouTube bezahlt YouTuber für die Werbung, die vor deren Videos läuft, beziehungsweise auch in den Videos oder nach den Videos. Und YouTube nimmt sich einen Teil dieser Einnahmen und der Rest geht an den YouTuber. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Wie viel verdient man da eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und wir sprechen heute über die sogenannte RPM. Wie viel bekommt man als YouTuber ausgezahlt pro 1000 Aufrufe, die die eigenen Videos bekommen? Es gibt auch ein paar andere Messwerte, aber das ist eigentlich so der spannendste Wert. Wie viel bekommt man tatsächlich ausgezahlt? Wenn du mehr zu diesen unterschiedlichen Werten wissen möchtest, habe ich da auch schon mal dazu erzählt. Und falls du einfach nur hier bist, um eine kurze Antwort zu bekommen, ich habe mir über 50 verschiedene Videos angeguckt, wo YouTuber gezeigt haben, wie viel sie tatsächlich verdienen. Das ist alles mal in den Topf geschmissen. Durchschnitt berechnet und da liegen wir so bei ungefähr 5 Euro. Das heißt, das ist tatsächlich ein bisschen höher als die meisten Zahlen, die so im Internet rumschwirren. 5 Euro kann man so sagen. Das ist soweit die kurze Antwort. Die lange Antwort ist tatsächlich etwas komplizierter, denn nicht jeder YouTuber verdient gleich viel pro 1000 Aufrufe. Und zwar funktioniert das nach einem Angebots- und Nachfrageprinzip. Wenn mehr Werbetreibenden vor einem bestimmten Video Werbung schalten wollen, dann wird der Preis teurer. Wenn weniger, dann wird der Preis niedriger. Und so bestimmen verschiedene Faktoren, wie viel man tatsächlich pro 1000 Aufrufe verdient. Der wichtigste Faktor ist eigentlich das Thema, die Nische des Kanals und damit eben auch die Zielgruppe. Denn je interessanter ist es für diese Zielgruppe, Werbung zu schalten, desto mehr Geld auch diese Zielgruppe hat, desto mehr wird man auch als YouTuber verdienen. Tatsächlich ist da eine der spannendsten Nischen online Geld verdienen, dicht gefolgt von so Aktienthemen, Börsenthemen. All diese Videos, die können durchaus auch 10 bis sogar 25 Euro verdienen. Ich habe da schon recht hohe Werte gesehen, auf einzelnen Videos kann es sogar nochmal deutlich mehr sein, aber bei den Kanälen ist man häufig in so einem Durchschnitt. Wahrscheinlich bekommt man aber auch nicht ganz so viele Aufrufe wie in anderen Branchen. Dafür gibt es Bereiche wie Beauty, Vlogging, Gaming, Familienkanäle. Das sind so welche, wo man eine wahrscheinlich eher uninteressante, werbeuninteressante Zielgruppe hat und wo man typischerweise so Beträge in der Größenordnung von 1 bis 3 Euro oft nur sieht. Es gibt auch Einzelfälle, wo es höher sind, aber der Großteil befindet sich eher so in der Größenordnung und ich habe tatsächlich auch sogar schon Kanäle gesehen, die nur 50 Cent pro 1000 Aufrufe im Durchschnitt verdienen. Tatsächlich gibt es aber auch noch mehr Faktoren, die beeinflussen, wie viel man als YouTuber verdient. Zum Beispiel die Werbefreundlichkeit der Videos. Wenn so ein YouTuber ständig Schimpfwörter in den eigenen Videos benutzt, dann werden viele Werbetreibende sagen, da möchte ich nicht so unbedingt meine Werbung schalten und man verdient weniger. Wenn man längere Videos macht, kann man tendenziell auch etwas mehr verdienen, denn erst ab 8 Minuten schaltet YouTube auch Werbung mitten im Video. Das heißt, Videos über 8 Minuten Länge haben natürlich auch die Möglichkeit, da nochmal zusätzlich Geld zu verdienen. Und auch das Land, aus dem die Zuschauer kommen, hat einen Einfluss darauf, wie viel man als YouTuber verdient. Denn wenn die Zuschauer aus einem wohlhabenderen Land stammen, dann sind Werbetreibende auch eher gewillt, hier mehr Geld auszugeben. Das heißt, wenn man zum Beispiel hauptsächlich Zuschauer aus Deutschland, Österreich, Schweiz hat, dann wird man wahrscheinlich deutlich mehr verdienen, als wenn man hauptsächlich Zuschauer aus Dritte Weltländern hat. Und so kann auch das einen Einfluss darauf haben, vor allem wenn man einen internationalen Kanal hat. So viel der kurze Überblick dazu, wie viel man verdienen kann. Falls du dir nur kurz die Frage gestellt hast, habe ich sie hoffentlich damit beantworten können. Falls du selber YouTuber bist, dann solltest du da noch ein bisschen mehr zu wissen. Ich habe auch tatsächlich mal ein ausführlicheres Video gemacht, wo ich genau erklärt habe, wie das alles zusammenhängt, wie du auch deine RPM eben erhöhen kannst, dass du selber mehr Geld verdienst und auch gezeigt, wie viel Geld ich mit meinem Kanal verdiene. Falls dich das interessiert, dann schau dir doch mal dieses Video an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.